Willst du Follower kaufen? Ja, habe ich auch so dringend nötig. Danke dir. Ach, der Card gesperrt. Wunderbar. Und gleich melden bitte, dass es so ein bei Follower-Bot ist. Och, leck mich, du Arsch. Nee, danke, kein Bock. Dieses Kackreh, ey. Aber weißt du, was ich gerade witzig fand? Hm? Ump, Augen auf. Wieder lege ich auf der Lauer und genau in dem Moment drücke ich Steuerung. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, ist so. Das passiert. Nein, ich meine jetzt hier dieses Reh. Wie es eskaliert einfach. Hä, wo ist jetzt... Nimm den Scheißbär, lob mit mir. Lass es sein mit dem Bogen bei dem Viech. Einfach nur nervend dann. Also das Viech dann. Ey. Bier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Augen auf, ich komme. Alter, mir hat die Delay. Aufgepasst, ich komme. Haben sich doch Pilze im Busch versteckt. Kommt mal gleich mit dir. Ach, wo ich bist hab gerade von Samo Abracadabra. Abracadabra. So, lebt nichts mehr im Wald. Alles tot. Wir haben es geschafft, finde ich. Jetzt können wir Napalm drauf werfen. Dann holen wir die jetzt? Zementmischer und dann machen wir eine Einkaufshalle hier hin. Ach, siehst du. Wie viele Pfeile habe ich dann wieder voll, wa? Oh ne, 8 fehlen mir noch, dann sammle ich mal kurz Pfeile auf. Das sind Giftpfeile hier. Giftpilze meine ich. Ich komm. Oh nö! Oh nee, also. Ja, sind die alle leer, sind die hier? Ist schon eine Sauerei, aber Gaffertape liegt wieder rum, toll. Der Tape spawnt nach die Pfeile nicht. Ah, hier habe ich welche. So. Ah, wird langsam dunkel. Ich komme schon mal zurück zur Base und mach mal Feuerchen draußen, wa? Ja. Sag mal, konnten wir nicht auch so ein großes... Doch, wir konnten auch so ein großes Leuchtfeuer machen, ne? Das brennt doch ewig in 3 Tage dann. Ja. Wollen wir das machen, damit mehr kommt für Knochen? Nee, ne? Na, nee. Aber jetzt mal ohne Witz, damit wir ein bisschen Knochen sparen... Wollen wir noch auf die Schnelle versuchen, mit Kettensäge und so uns so eine Art Plateau im Innenbereich an die Palisade ranzuzimmern, dass wir rüberschießen können? Weil wir können ja nie drüber hinwegschießen hier. Ja, das stimmt schon. Oder mal kicken, ob wir da irgendwie mit Treppe und Plattform irgendwie was hinkleben können da. Das wäre irgendwie ganz nice. Ah ja, da war ja was. Ne? Ich hatte ja einmal Kettensäge. Habe ich nicht mehr. Kann ich ja machen dann, aber du kannst ja die Blaupause setzen und dann hole ich das Holz. Guck gerade. Oder kann man ein eigenes Dach so setzen? Nee, ne? Das wird komisch, wa? Nee. Ich glaube, wir müssen oben schwebend... Ich zeig dir mal, wie das geht. Oder, du, eine Plattform würde schon reichen. Wir können mit einer Plattform uns so einen Wehrgang machen. Ja, mach ich doch. Ich geh schon mal Holz holen. Mhm. Wenn ich gleich rein zurückkomme, weißt du, ich hab ja den Fuß gesägt. Oder ich hab ein paar Besucher mitgebracht. Wo war denn das Scheißding jetzt, was ich suche? Ach ja, natürlich, klar. Moment. Ich stehe mit der Kettensäge, die Bäume fallen in Reihe und Glied und Reh steht da und frisst ein Ruhrgras. Ja. Oh, natürlich. Dann, wenn wir nachts bauen wollen oder kämpfen wollen, fängt es an zu regnen. Das heißt, wir werden gleich frieren. Na, danke, Spiel. Alles gut, Michi. Hat sich keiner gemeldet. Deswegen.
Ich habe gerade nur rumgemeckert. War ja klar, dann, wenn wir hier bauen wollen, danach fängt es an zu regnen. Dann heißt, wir werden gleich frieren. Und dann sag ich danke Spiel und ich danke Michi. Ist ja mittlerweile bei Michi so, wenn ich einen angepissten Ton habe, fühlt er sich gleich angesprochen. Ach so, weil du in der Küche warst. Ah, okay, du warst noch in der Küche, als das mit dem Sperren war. Alles gut. Decker war da. Decker hat ihn gesperrt, den Bot. I need a fire. Der Wind heult. Hast du dir auch überlegt, wie wir da hochkommen? Seile. Oh, geilo. Wurde nach. Wenn ich auch zwischen den Dingern Hängebrücken bauen? Geht das nicht so um die Kurve herum? Das mache ich doch gleich. Ah, geilo. Das war nur mein Gedanke. Nö, so baue ich meine Base in the Forest immer. Okay. Wir wollten ja eigentlich noch da oben bei den Dingern Hängebrücken machen, aber ich war letztens, wo du schon nicht mehr da warst, war ich mal da oben und hab's von da aus probiert zu kämpfen, das ist nicht so geil. Tür zu wäre gut. Nee, ich wollte gerade das Holz holen. Achso. Ich glaube, es ist kalt. Lässt der bei dem Wagen los, obwohl ich nicht eh gedrückt habe? Der spinnt wohl. Magst du hinter mir bitte die Tür zu machen? Ja. Dankeschön. Muss ich jetzt mal gucken. War das erst, wenn die fertig sind? Ich höre schon welche aus der Entfernung. Okay. Dann zieh dich zurück. Ich dachte aus der Entfernung. Wie cool erst. Oh, Leute, macht die Fackel aus, wenn ich... Och, Mann. Ihr macht einfach die Fackel aus, wenn ich Holzstämme in die Hand nehme. Weil er muss ja unbedingt in der linken Hand... Ah, jetzt habe ich welche hier wirklich vor Ort, okay. Er muss ja unbedingt in die linke Hand, muss er ja die Dingens nehmen. Das Leuchtefeuer hier. Oh, erster Tod. Nice. Lass mich erstmal kurz aufwärmen. Burn, Baby. Oh, hat meine Fackel kaputt gemacht. Das spinnt wohl. Warte. Guck mal, ob noch jemand da ist, ja. Mann, Ische. Oh, Mist, du hast die Schulter getroffen. Sind noch ein paar im Wald. Boah! Oh Gott! Oh, ich fange an zu zittern, ich muss wieder rin. Oh, Blind Garden hat mal vorhin schon. Etwas los, allein gepennt oder was hier? Da war mir auch totenstill gefühlt. Im Vergleich zu sonst, wenn sie so ausflippen. Totenstille hier. In Takatuka-Land. Ist heute Totensonntag? Nee, Freitag. Oh ja, ich krieg Kälte-Damage. Ich geh mal kurz ans Feuer. Jojo. Mag auch schon immer wieder zwischendurch, also. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden bei dem scheiß Regen. Aber ich würde sagen, wir haben so eine Flucht geschlagen. Ja. Robby liest nur nicht mit. Ach komm schon, Michi. Ich sehe doch, dass nur du und Decker schreiben. Und ab und zu mal noch eine Stuni reinschreibt. Ja, Stuni auch. Naja, aber Lurk ist da auch in Ordnung. Support ja, Lurk ist Support, ja. Ist halt nur so ungewohnt. Ich habe wieder einen Schrei gehört. Kann sein, dass sie doch Verstärkung holen. Wenn wir Pech haben, ist das eine grauhäutige. Aber bringt schon die erste Ladung Holz. Wir brauchen ja nur 63. Nächste, ja. Ich krieg von einer Plattform, er baut 4 Türme. Die Mods sind noch da, ja, das ist gut. Ja. Was für eine Aussage hast du denn getroffen, Michi?
Achso. Was mal geil wäre für die Community bei Twitch, Translator Option Bots. Ja. Ja. Kann aber auch schnell missbraucht werden. Wollen wir vielleicht doch pennen gehen? Mit dem scheiß Ring ist ja, das jetzt gekürt irgendwie. Gehen wir mal pennen, ey. Ja. Wenn wir denn dürfen. Nicht dann ernst, wir dürfen nicht. Doch, aber ein Mü fehlt noch. Ja, da warten wir halt das Mü noch. So meinst du das, Michi? Also ein Translator-Bot? Das ja. Ist schon, warte mal, das ist schon so gut wie da, denn YouTube hat das schon im Untertitel, aber halt noch mit dem normalen Google-Übersetzer, also noch sehr fehlerhaft. Das könnte man aber recht leicht als Untertitel-Bot hinzufügen, auch bei Twitch, finde ich. Das wäre wirklich eine gute Idee. Muss wir ich dir recht geben. Und es das wahrscheinlich sogar schon irgendwo als Tool gibt. Hallo zusammen, schön, dass ihr alle noch da seid, in die Runde winkt. Ach, Duni, du bist so herzensgut. Ja. Aber mit Duni haben wir auch wirklich einen Volltreffer landet, ne? Definitiv, ja. Überhaupt mit unseren Mods. Ja, ist generell, aber mit Duni, das war ja so ganz spontan und dann auch gleich so voll in Schwarze getroffen. Herrlich. Ja. Das Henry gerade war schon hart, ja, mit der Übersetzung, verstehe. Aber du hättest ja auch die... Oh, Alter, Wind. Du hättest ja auch rein theoretisch einen Tab aufmachen können mit Google-Übersetzer. Und dann Copy and Paste. Als Ausgleich zu Decker und Gregor? Da kommt er. Achso, ja, weil sie so lange nicht da waren. Und ich habe schon wieder zwei Besucher hier vorm Tor. Ja, lass mal durchlaufen, den Typen. Korrigiere ein. Oder so. Wieder zwei. Titten, lass runterkommen. Da kommt noch einer sogar. Ja, hab einen mit dem Headshot geholt. Dito? Das wäre schön, wenn es immer so wäre jetzt, ne? Wenn der einfach immer one-shotten würde. Hab ich mich jetzt erschrocken wie der scheiß Falle. Oh. Warte, ich stell's. Ja, hast schon gut. Ja. Es regnet halt immer noch, ne, Robin? Das ist so ekelhaft. Ja, aber jetzt ist nicht mehr nachts. Ach, Alter, Mann, du scheiß Falle. Jetzt reicht's aber langsam hier. Bleib doch mal stehen. Also Essen, ja, Essen wäre nicht schlecht. Hier, hol dir einen Snack rein und noch einen Snack rein und eine Cola. So. Ein Güller. Ein Güller. So, ich glaube, die Leiche, die ich gerade reingeworfen habe, brennt nicht. Kann schon möglich sein, ja. Sieht so aus. Ja. Ich bin aber gerade mit dem Wagen schon wieder unterwegs, ja? Ja, ja, ich hab'n. Hä? Ach, das Feuer ist halt aus, ne? Ah, lol, okay. Und jetzt ist er kurz gebrannt. Oh, mach ich noch mal ein bisschen Kleinholz, oder? Ja. Hier liegen noch ein paar rum. Du könntest die wirklich mal einsammeln, wenn du erstmal die Türme aufbauen willst. Ja, die muss ich aufbauen. Vorher geht das nicht mit dem, mit dem Kingpin. Das heißt, ach, stimmt, hier, ja. Man muss ja immer erst eins fertig haben, bevor man das andere ransnappt, ja. Genau, ja. Und dann kannst du auch ein Seil oben dran heften. Oh, jetzt brennt halt fertig. Junge, Junge, Junge. Ja, generell sind alle sehr nett, Michi. Ich meinte es jetzt eher so, dass es halt so witzig war, dass das bei Stuni halt eigentlich nur ein Zufall war. Ja. Und dann gleich so gefruchtet hat. Sag mal, wie krieg ich denn die Dingens nachgefüllt? Wen? Die Kettensäge? Du musst ach, beides auf. Ah. Ja. Nee, benutzen einfach nur. Ich wollte mich gerade Kettensäge aufs Tuch legen, aber da war keine Option weiter, außer die Taschenlampe. Das ist sowas, was mich auch nervt, ne? Durch dieses einmal da kurz nicht gespeichert. Ja. Habe ich den ganzen Scheiß auch nicht mehr. Was ich wiederum aber auch nicht verstehen kann, nicht? Weil eigentlich, so finde ich es, sollte der Speicherstand des Hosts gelten. Und nicht pro genau. Spieler. Ja. Wo ist dann der Wagen, Robin? Da. Ah. Gut. Nee, Quatsch.
Wir haben Besuch. Dreierpupp. Vier. Fünf. Was macht der denn, Alter? Die sind ziemlich, die haben Hüpfbohnen gegessen. Pass auf hinter dir. Ja, ich seh's. So, der ist tot. Mist, daneben. In die Flucht geschlagen, würde ich sagen, wa? Oh, da ist ein Muschi. Wo? In die Richtung, wo die Rand sind. Och, Kelle. Übrigens ist das Kelle ein hessisches Wort, ne? Also nicht, dass du dich immer wunderst, warum ich Kelle sag. Bedeutet Kerl. Ah, okay. Kelle, Kelle. Kerle, Kerle, sozusagen. Aber eigenartig, die hat keine Babys zurückgelassen. Hast du platt gemacht, oder was? Nee, ich wollte nur gucken, ob sie alleine gekommen ist oder ob sie noch ein paar weitere mitgebracht hat, weil dann wäre es wieder gefährlich geworden. Und bloß so Maskenhaini auf der anderen Seite rum. Stimmt, wir haben Bäume gefällt, ne? Das triggert die ja auch. Das triggert die ja wie Feuer. Sag mal halt, gibt's doch nicht hier. Hinter dir, Mutti! Oh, danke. Oh, komm schon, du blöder Vogel! So, der ist down. Oh. Ist down. Na, gib mir meine Pfeile, Alter. Hier ist sogar noch einer an die Falle gerannt. Ach, die Ella. Die Ella ist das gewesen. Onkel Huffy. Ach, welch seltener Ehrengast. Ich grüße dich, mein lieber Alter. Wie lange habe ich dich nicht mehr gesehen, Mann? Haben wir schon, ja, wir haben schon sehr gut. Wir haben schon sehr gut Bekanntschaft gemacht mit denen. Ich grüße dich. Wie geht's dir, mein guter alter Schwede? Guck mal da, der hat noch gar kein VIP von mir, ey. Naja, ist ja auch selten da. Hast du die Haut von der Trolla genommen? Ja. Gut. Wie geht's dir, mein Lieber? Übrigens, Leute, wer den Onkel Huffy nicht kennt, Onkel Huffy ist einer, der sagt, er hat eine kleine Base gebaut, da steht eine Stadt da. Ja, Onkel Huffy ist zumindest in Ark einer oder überhaupt einer der größten Baumeister, den ich kenne. Ich immer, was das ich von ihm gesehen habe, war genial. Ja, immer richtig kranker Scheiß. Vielleicht kann man den Onkel Huffy ja auch für Meras Bauserver begeistern, aber ich glaube, dann braucht sie 30 Slots mehr alleine für seine Base. Naja, guck mal, das war ja bei Coyote schon übel. Gerade bisschen die Erkältungsseuche, aber ansonsten viel Arbeit, viel Ehrenamt und Gelegenheit. Ja, war ja damals schon so, Huffy, ne? Sag mal, die haben uns eine Falle weggenatzt. Ja, das kann einer der Dings gewesen sein. Wie viele Rüstungen kann man denn auf Vorrat haben eigentlich? Ich glaube, 10 waren es immer. Genauso okay, wie du auch 10 an die Rüstungsständer ranballern kannst. Aber straf mich lügen, wenn es doch nicht stimmt. Und übrigens, Tatsache war Onkel Huffy einer der ersten Mods auf dem Server im Discord, wo wir jetzt alle sind. Aha. Weil ich habe den ja damals gegründet, da war Robin noch bei TeamSpeak, ne? Genau. Und dann sind ja alle, haben wir ja gesagt, komm, wir machen es einfach zusammen. Ist sinnvoller. Und darf so ich ist kurz das unterbrechen? Ja. Ich glaube, es würde jetzt schneller gehen, wenn wir nur 2 Türme machen. Hm. Aber jetzt brauchen wir noch 40 Stämme und dann noch die Leitern machen, also hier die Hängebrücken, das dauert sonst, glaube ich, zu lange. Weil jetzt haben wir noch. Eigentlich bloß noch ein halbes Stündchen, ne? Für dich. Ja. Naja, so 10 Minuten sind immer nicht so wild. Wenn es für dich okay ist, reiße ich die Äußeren wieder ab, ja?
Können wir auch wieder ein bisschen Baumaterial raus, auch wenn es nicht viel ist. Zehn Minuten noch. Ja, Michi, du hast schon Überstunden gemacht schon wieder heute, wa? Ich glaube, der Wind. Ist so, Haffi. Ich glaube, meinen ersten Discordler, die bei mir als mit waren zuerst, ist er noch als der Arc-Admin bekannt, ja. Er war ja Beutels Admin. Besuch. Vier okay. Leute. Muss kurz essen. Fünf. Wow. Oha, du hast ja wieder massiv Spaß hier, wa? Jo. Oh, oder nicht mehr ämt. Vorne kann er doch nicht mehr ämt. Ja, ich auch. Was, wie konnte der denn hingehen? Die stand doch immer vor mir, die Ella. Mann, ich aber auch. Ich kann schießen wie ein Ofen, kann Alter. Kann ins Nasenloch gucken und die kann ausweichen, wenn ich schieße, dein Ernst? Naja, natürlich. Die können das, weißt du? Wo ist der? So. In den Arm geschossen, du blöder Penner. Da, bam. Hinter dir. Wow. Boah, geil, Alter. Hast du den da jetzt eine verzahnt? Wow, Alter. Der war gut. Weil damit kann man ja auch super blocken. Das ist Verteidigung da vorne, weißt du? Der war richtig geil, Alter. Nice Aktion. Null Schaden gekriegt. Und du? Ich auch nicht. Geil. Aber der war richtig geil. Der kommt von hinten auf mich zugerannt. Bam. Sehr geil. Schön. Und wieder Knochen gesammelt, ne? Ja. Hier liegt auch noch eine unter der Pfanne. Wenn wir alle im nächsten Stream brauchen. Übrigens habe ich gerade Baum der Welt drinne von Erdling. Hat er auch gesehen, dass einzigartig, warte, ich lese gleich, einen Arc-Server hat, aber die Einschränkung, dass ich nicht nach 3 Tagen Level 100 sein darf, hat mich etwas abgeschreckt. Ja, das ist Haffi. Der zieht das halt blöder Sack. Entschuldigung. Oh, wieder 12 Knochen mehr. Hier liegt auch noch einer rum. Yep. Oh, moin. Moin! Den haben wir schon ein bisschen bearbeitet, würde ich sagen. Ist daneben. Oh, ich hab's noch nicht. Aber der Nachteil bei dem Bogen ist auch, wie ich merke, er muss voll durchziehen, um schießen zu können. Der andere kann sofort schießen, ne? Oh nein, ich brenne. Schon wieder mal. Gibt's doch nicht. Och, Kelle! Jetzt geh doch mal. Boah, ey. Hast du mitgekriegt, wir nehmen Bogen? Ja. Der einfache Bogen funktioniert ein bisschen wie ein Kurzbogen. Den kannst du auch nur halb durchgezogen abfeuern. Der hier nicht. Der muss voll durchgezogen sein. Habe ich erst mehrmals gehabt, weil das ist eigentlich mal meine Strategie, dass ich auf lange Distanz voll durchgezogen rufschieße und wenn sie mir zu nahe kommen, nur schnell kurz draufdrücken und ins Gesicht schießen. Geht bei dem jetzt nicht. Ja. Der Lurch, Alter, rennt ins Feuer. Armer Lurchi. So, 12 Leute getötet, 3 Leichen nur auf dem Feuer. Also irgendwas ist doch hier nicht. Ah, hier, okay, ist noch ein 4. Ja, ich lade gerade die Knochen ab. Sehr gut. Das hoffe ich sehr, 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 dass sowas mit diesen extrem schnell verschwindenden Leichen und so, dass das jetzt im zweiten Teil dann nicht so der Fall ist. Tatsächlich? Alter, was? Du spielst mit den Admins von Beam, Haffi? Arg! Alter! Naja, bei seinem Bautalent kein Wunder. Alter, Karrieresprung over 3000, weißt du? Ja. Da muss er sich nicht mehr mit so einem Kleinstreamer wie uns abgeben. Ja, echt mal. Jetzt weiß ich auch, warum der bei uns auf Discord nicht mehr ist. Ja. Es sind ja in Anführungsstrichen nur die Admins von Beam, ne? Naja, aber, ne? Ich glaube, die sind keine Streamer, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Ich kenne noch nicht alle von denen. Vom Namen her. Das kann ich dir auch nicht beantworten, Robin. Wieder alle Leichen weg. Außer das eine Bambi, was hier immer noch mit blutigem Arsch rumrennt. Ah, Michi, mit dir muss ich mich nochmal unterhalten bei Gelegenheit. Hat er wieder das angestellt? Nee. Achso, geht um so Sachen. Geht um so Sachen, die Michi und ich mal besprochen hatten. Ja. Ich weiß auch schon, was du meinst. Ja.
Ich habe noch eine Leiche gefunden, wo ich muss Bäume sammeln wollte. Hey! Wo ist dann der Wagen jetzt schon wieder? Da, wo ich die Leiche hergeholt habe. ja. Oh, und schon wieder. Ah, warte mal. Ah. Wo bist du denn? Ah, da hinten. Ich bin gerade am Feuer. Ich brate gerade eine Leiche durch. Headshot. Wo ist der andere jetzt? Da hinten. Okay. Wenn es ein bisschen zu viele wären, sagst du Bescheid, ne? Ja, alles gut noch. Waren nur zwei. Den ersten habe ich geheadshottet, ist der andere abgehauen. Alright. Aber wir kennen es ja, die kommen immer wieder. Mhm. Ich brate gerade eine Leiche durch, während er auf seinem Stuhl was umdreht. Ja, ich habe meine Unterlage wieder gerade gemacht. Wenn man in die Falten schlägt, wird er so ziemlich auf den Knochen, auf den Arschknochen. Du bist übrigens gerade beim Reinkommen, war einer hinter dir. Als der mich gesehen hat, ist der umgedreht. ich hatte, als Lost Island rauskam, spaßeshalber auf Com-Server von Beam gespielt und da wurde... Na... Moment. Da wurde ich dann von den Admins auf ihrem privaten Discord eingeladen, weil die meinten, ich könnte ganz gut in den inneren Kreis der Arktis passen. Naja, seitdem bin ich mit ihnen befreundet. Ah, wie gut. Genau, Michi, ich muss mit dir, muss nicht mehr heute sein, kann auch morgen. Müssen wir mal quatschen. Oder übermorgen, je nachdem. Also ist Huffy mehr oder weniger ganz versehentlich berühmt und beliebt geworden. Jo. Ich habe noch eine Ella gerade schreien hören, aber ich sehe sie nicht. Tut mir leid, Leute, aber ich muss schon wieder aufs Klo, Alter. Jetzt wirkt's Bier. Das ist unglaublich. Ja, weil du es außerhalb deiner gewohnten Zeit getrunken hast wahrscheinlich. Kommt der Körper gerade nicht drauf klar. Dann komm erstmal rein, bevor du auf Klo rennst, ne? Ja, nee, ich bin immer noch Person des lokalen Lebens. ja, genau, das ist er. Also wenn er so redet, ist er es noch. Hä, was? Wo? Warte mal. Hä? Da war Gunilla von Fettamsel irgendwo. Achso. Nö, ist weg. Okay, gut. So, wenn mich jetzt hier alles täuscht, ist dein Rüstungsständer wieder komplett voll? Ja, mach deinen auch mal voll, weil ich habe hier... Jetzt. Weil ich mache wieder ein bisschen länger als du, ne? Deswegen. Ich habe 10 Rüstungen auf Vorrat, ne? Nur mal so zur Info. Okay. Dann hause mal den Rüstungsständer. Und Decker, hau rein! Ja. Mach's gut! Danke, dass du da gewesen bist und bis bald mal wieder. Hä? Aber weißt du, was ich mich heute nicht kapiere? Unser Charakter hier ist so ein kleiner Chuck Norris, kann einarmig ein Seil hochklettern und dabei ein Feuer entzünden. Aber 10 Baumstämme auf der rechten Schulter tragen, während er mit einer Hand den Wagen schiebt, das geht nicht. Kann man dem nicht am Kopf eine Rüstung anziehen? Nö, ne? Oder? Doch. Musst du aber auf den Kopf zielen. Ja, macht er ja nicht. Hä? Nö, geht nicht. Die andere hat auch am Kopf keine an. Also meine hat am Kopf eine dran und deiner auch. Dran. Ja, natürlich ist das ein nettes Kompliment. So, Leute, ich bin ganz kurz auf Toilette, bin ich ja noch eine Viertelstunde, 20 Minuten für euch da. Circa. Bis gleich. Bis gleich, Bruder. Ich bleib hier in der Bude stehen, ne? Ja, ich mach den zweiten Turm dabei fertig. Jawohl. Dina, Hallöchen, ist wieder deine Uhrzeit. Na, Gandalf sagt gerade, ich soll vorher essen, ja. Ist, glaube ich, Tatsache. Warte. Den muss ich noch, bevor ich aufs Klo gehe, muss das noch dran hier, so. Wie sieht's da aus? Ist der essbar? Getrocknet essbar. Super. So. So. Bis gleich.
Jetzt haben wir doch ein Schussfeld hier. Und wenn die nichts schmeißen, sind wir auch safe. Nice. Das ist aber die Frage mit dieser Hängebrücke. Muss ich erstmal finden. Seilrutsche? Geht das auch so hier? Nee, geht nur zwischen den Bäumen, wa? Na gut. Selbsterklärend. Kran, freistehende Seilrutsche. Oh, halt noch so schöne Teile, Alter, die man bauen könnte. Selbst eine Kirche und ein Riesenkreuz und alles. Und ja, kann man eigentlich alles noch bauen, theoretisch. Mal, kann ich das von hier? Oh, das wird doch bestimmt nichts hier. Oder? Oh Gott, ich werde da runterfallen. Oh, nö. Ich bin so klug. K, hallo, K. Sagt er und kriegt Fallschaden. Schön. Hat er die Knochen noch versammelt hier? Ja. So. Ja, so im Großen und Ganzen geht's mir ganz okay, Dino. Aber ich muss mir schon wieder ein neues Büro suchen. Ist schon wieder alles nicht so gelaufen, wie es sollte. Und deswegen habe ich schon wieder die AK. Aber ich habe ja meine Bewerbungsunterlagen mittlerweile schon auf Schnellwahltaste auf dem PC. So. Wie viel braucht insgesamt? 6? Ja, wunderbar. So. Ja, kacke. Also ich habe mich auch sehr wohl gefühlt da in der Firma, auch mit dem Team, weil wir echt gut zusammengepasst haben, auch von unserer, wie heißt das, Individualität her, weil wir halt allesamt wirklich sehr unterschiedliche Charaktere waren, unterschiedliche Kulturen, Religionen und was nicht alles, aber es hat sich alles irgendwo ergänzt. Es hat sich im Weg zu sein, weißt du? Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Galoppelheinz gehört. Moment. So, hallo. Bin ich wieder. Jo. Ja, aber wir, fertig. Wir haben noch ein Viertel, bis wir schlafen müssen. Super. Aber fertig. Hast du gut gemacht, Bruder? Mache Feuer. Michi, und das gute ist ein Nacht, richtig Abschluss. Geiler Ausblick, ne? Ja. Und ich habe das halt auf meinen, wenn ich das Solo spiele, habe ich das immer komplett um die ganze Wall drum gebaut. Oh. Sag mal, Standfeuer, das können wir wieder auffüllen, oder? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Kann ich oh, jetzt? Ja. Bei Valheim war es so, ja. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, hauen sie das nicht so kaputt wie normales Lagerfeuer. CatGamer88, Hallöchen! Herzlich willkommen! Mach's dir gemütlich! Was siehst du, kann noch hier drunter das Fleisch essen, ne? So, mal kicken, ob sie jetzt noch kommen dadurch, ne? Weil dann kriegen wir jetzt nochmal auch die Knochen ran. Das ist das Bonfeuer jetzt draußen, oder was? Das große? Ne, dieses Standfeuer bloß. Ach so, ja. Wir war haben jetzt weniger kostenintensiv. Naja, so. Ich wollte jetzt eigentlich nachts ein Feuer machen, um die anzulocken, weißt du? Das war jetzt die Idee. Dass wir schön da oben stehen und einen Pfeil nach dem anderen raufschießen und dann alles schön einsammeln und zu Knochen verarbeiten. Ja, ich komme auch mal links neben dir auf den Turm. Hab gerade mal 2 Bilder von meinen aktuellen Bases bei Ark in den Discord bei Bildern reingehauen. Jo, alles super. Klar. Gönne ich mir dann auch gleich wieder. Aber wirklich, also der Hafti baut immer sehr, sehr gut, wie ich finde. Ja, der hat tatsächlich auch damals auf dem Community-Server bei mir meine Base gebaut, also mein Haupthaus. Mhm. Weil da ist es ein bisschen tricky. Aber mittlerweile, Hafti, weiß nicht, was du so mitbekommst, wenn ich streame. Also mittlerweile bin ich bei Valheim zum Beispiel, baue ich auch mittlerweile sehr gute Dinge. Bin ja nicht umsonst bei Mera auf dem Bauserver gelandet. Denke ich. Ich hab das Gefühl, das bringt nichts, das Standding. Nee, nee. Hast du noch 5 Steine im Inventar zufällig? Ja, mit Sicherheit.
Warte. Dann hau die bitte mal rein und dann fülle ich derweil meine auf und mein Wasser. Mein Wasser ist schon wieder halb leer. Warum hat er denn jetzt eigentlich die kleine Axt auf einmal in der Hand? Weiß ich nicht. Ist der ein bisschen doof oder so? Wasserschlauch da. Ich will immer eh gedrückt halten zum Aufwenden des Schlauchs, ne? Ja. Kopf hoch, Robin. Alles wird gut. Ja, ja. Und grüß dich, Duckwoman. Hey. Duckwoman, ich grüß dich. Auch von hier, ich wink dir rüber. Da kommt wieder keiner, wa? Ah, nee, Quatsch. Das war ja Dark Lady, ne? Du meinst Dark Lady, ja. Aber ja, Duckwoman ist auch bei dir ab und zu mal. Ja, ich glaube, ich hab's ja bei mir auch schon mal gesehen, ja. Jetzt sind ein paar im Wald, aber irgendwie kommen sie nicht. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Catgamer, danke für dein Follow. Mach's dir gemütlich, schnapp dir ein Bier, schnapp dir einen Stuhl. Wenn du bald nicht findest, dann hol auf jeden Fall Bier. Komm schon. Dachte ich, mach mal mit der Kettensäge ein bisschen Krach, vielleicht kommen sie dann. Scheint dir helfen zu haben. Hallöchen auch an Fenrir von Duckwoman. Alter, wie blöd ist denn das? Ich will ihm gerade in den Kopf schießen, da duckt der Idiot sich. Weißt du? Ist doch immer so. Ist doch immer so. Warte. Steht denn da unter mir, oder? Ja, nee, der von hier treffe ich nicht. Oh, lol. Ja, wir müssen die Palle dann wieder hier vorne aufbauen, wa? Ja. Oh, lol. Wirklich? Links von uns. Ja, je mehr, umso besser. Nee, ne? Mhm. Wie kriegen die von hier oben nicht gesnackt? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Ah, doch, warte, die Pfeile stecken, aber sie reagieren nicht. Ah, man kann sie doch erwischen. Ich bin gerade runtergefallen, wunderbar. Oh, GG, würde ich sagen. Hallo. Warum machst du Tor einfach auf? Ja, ich wollte erstmal wieder reinkommen, ja? Ja, verstehe ich, Haffi. Also, schwierig irgendwie aus dem Winkel zu schießen. Oh, vor allem wenn man genau in dem Moment, wo man... Jawohl, Alter, er ist voll reingelaufen. Ja, sehr schön. Und auf einmal sind die auch nicht mehr so schnell, ne? Ja. Sonst haben sie die Falle immer ausgelöst und selber sind sie weitergerannt. Headshot. Nice. Kann man durch die Falle schießen? Nein, kann man nicht. Den habe ich auch getroffen. Ich geh mal ein paar Knochen holen, wa? Wen haut denn der, Alter? Ich schieße ihn in den Arsch und er haut dann um sich. Ich glaube, die sind maximal damit überfordert, dass wir oben stehen. Ja. Weil die reagieren auch nicht, wenn du sie abschießt, ne? Also, du siehst nicht, dass die dann irgendwie zurückzucken, wenn du sie triffst. Man sieht nur, dass der Pfeil noch steckt. Warte mal ganz kurz, bleib mal kurz stehen. Nö. Ja, da ist. Headshot. Links von dir oben. Oh, Alter, aus wie vielen Metern, ne? Alter! Ja, was ärgerlich ist, dass das mit dem Wagen und dem Leichenstapel nicht funktioniert bei uns. Ne? Das hätte uns so einiges erspart. Dann hätte man auch sagen können, komm, lass mal die Nacht über losziehen und zwei Wagen mitnehmen oder drei. Obwohl zwei. Das ist mir aber damals im Solo auch schon nicht gelungen. Irgendwie ist das verbuggt. Ups, hab ich da mir jemanden? Ja. Headshot. Sehr geil. Ich finde, das ist eine geile Arbeitsteilung. Ich sammle unten die Leichen ein, du schießt so oben ab. Hast du oben, nee, oben links, den hast du noch nicht geholt? Nee, komm ja nicht dazu, komm, ob ich raus, sieht da wieder neuer. Na, links, 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 Robin, links, am Stein da, genau. Ja, jawohl. Und hier liegt auch noch einer von mir. Ja. Und einer hinter einer Falle, die muss ich dann nochmal neu ausrichten. Oh, wenn du Diablo Resurrected zocken willst, da kannst du dich mal mit Michi kurz schließen, Haffi. Der zockt das gerade immer noch, glaube ich. Ja, der sucht sogar Mitspieler. Ist bei uns auf dem Discord bei Zusammenzocken.
Da kann jeder von euch Anfragen stellen zu Mitspielern sozusagen. Also welches Spiel müsst ihr schreiben und ihr Zeit hättet, wäre auch am besten auch noch ganz cool. Oh, ich höre. Da weint wieder einer bitterliche Tränen irgendwie. Ja, kein Wunder, wir haben seine erste Familie gerade ausgelöscht. Die liegen auch noch. Oh, Alter, die Fallen waren diesmal richtig gut. Also von der ersten Moppe rennt einfach nur hin und her, Alter. Wie geil. Knochenfabrik, Mann, yeah. Ja, Knochen sind voll bei mir, ich muss erstmal ablegen. Ja, ja, mach du mal. Ich höre Ausschau. Du schmeckst Geruch, oder was? Na, kennst du nicht Helden, Robin Hood, Helden in Schrumpfhosen? Ja, ja, ich höre Ausschau, Bruder Tuck. Ja, nee, der Blinzler. War oh, der Blinzler, genau. Na, der eigentlich Bruder Tuck wäre. Ja? War der... Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wie gesagt, ja, kannst du mal bei uns reinschreiben. Findest du bestimmt jemanden, der das... Also Michi definitiv wird das mitzocken. Und Michi ist ein ganz angenehmer Mitspieler. Der hat zwar immer einen Spruch auf Lager, aber... Ansonsten ist es ein ganz feiner Kerl. Sag mal, was ist denn das heute? Immer wenn eine Leiche rufliege, geht das Feuer aus. Kannst du den mal trocken töten? Kannst du mal nicht immer warten, dass die nass werden vorher? Ja, na, nö. Warum denn? Ja, ich bin ja mal gespannt, ob sie sich jetzt einen Spaß draus machen im zweiten Teil, um dann Trockenfleisch aus ganzen Körpern zu machen, wa? Ja. Apropos Fleisch, ich brauch schon wieder was. Sag mal, ich bin aber nicht wieder infiziert, oder? Nee. Ja, aber geistige Gesundheit bei null. Ja, das ist komisch. Ja. Und das habe ich jetzt wirklich immer wieder mal beobachtet, von Spielstand, von Stream zu Stream, es wurde einfach immer weniger. Hm. Oh. Können wir gerne machen, Dine. Dann mach's gut, schlaf gut, hab noch einen schönen Abend und wir lesen uns ja bald wieder, ne? Nicht rausgehen jetzt, Robin. Aber Knochen? Oh, was? Hä? Wo ist dann der Pfeil wieder hingeflogen? Ich hab das Gefühl, dass die modernen Pfeile deutlich akkurater fliegen. Oh, schöner Schuss. Deutlich akkurater fliegen als die primitiven. Da ist noch einer, warte. Ja, ich seh ihn schon. Oh, sag mal! Ah. Geht doch. Ja, super. Warum, super. Zum Geier, warum zum Geier habe ich die Leichen jetzt eigentlich immer reingebracht, wenn hier draußen Feuer brennt? Ja, ich bin trotzdem lieber rein aus Gewohnheit. Der Monk und so. Oho. Mhm, schmeckt's? Ne, ich hatte eine Zigarette im Mund gerade. Achso. Warum zum Geier lag jetzt hier ein toter Hase vorm Feuer? Ist mir egal. Ist reingerannt. Ich häng ihn auf. Na, er war aber nicht verbrannt, ne? Also er war noch voll intakt. Oder sieht man es bei denen gar nicht wie bei den Zombies hier? Nicht Zombies, bei den Einwohnern. Nee, die fallen einfach tot um. Ist auch bei den Lurchen so. Na denn! Hab übrigens gerade U-Bahn zu Sally drin, ne? Mit 7. Oh, von links kommen 5, 6 Stück, glaube ich. Aber ich glaube, die rennen vorbei. Vielleicht kriege ich jetzt endlich mal noch den aus der Falle hier, oder ist der schon. Ja, der ist schon weg, natürlich. Und ich löse doch selbst eine Falle aus, natürlich. Ne, die laufen, obwohl die stehen noch da. Vielleicht kommen sie noch ran, wegen der Beleuchtung. Ach, da ist er. Und die Fallen scharf machen hier. Ach, hier liegt da noch einer. Mensch. Dann haben die Fallen alleine schon 4 erwischt jetzt. Nice. Ja. Ich habe in meinem privaten Dings, wo ich immer gespielt habe, früher, als ich noch gar nicht gestreamt habe, ne? Mhm. Da, Alter, ich habe immer alles voll vor meiner Base, alles voll mit Fallen gehabt. Ich musste Tatsache fast gar nichts machen, wenn so eine Welle kam. Theoretisch hätten wir jetzt dann auch nochmal extrem viel mehr machen können. Ne? Ich meine, für den hoffentlich unwahrscheinlichen Fall, dass sie den Release doch nochmal verschieben, können wir dann nochmal richtig schön groß bauen. Ja. Dann würde ich auch wirklich so eine komplette Baumbase und sowas machen wollen. Die Riesenkirche, eine riesige Rutsche von den Bergen bis hier runter und was nicht alles. Naja, warte, wir können ja diesen Spielstand lassen, Robin.
Für danach und meinst du? Ja, und vielleicht irgendwann nochmal rausholen. Danach vielleicht oder was weiß ich. Wäre eine Idee. Ne? Kannst du ja einfach lassen. So. Obwohl wir und ja für Forest danach, also für nach Sons of the Forest haben wir ja auch schon das nächste auf der Liste stehen, ne? Ja, ja, klar. Ne, ich meine nur so mal für zwischendurch oder was? Ja, du weißt, was ich meine. Ne, einfach mal. Stimmt, so. Und zumal man kann ja auch einfach mal, wenn man Bock hat, dann noch sagen, man spielt einfach solo und im selben Spiel schon weiter. Das geht ja auch. Genau. Wenn wir beide sonntags mal irgendwie Bock haben, sagen, hier komm, wir machen mal. Weil ich kann ja ohne dich leider nicht drauf. Du kannst den Spiel schon trotzdem laden mit weiterspielen, möchte ich meinen. Mhm. Weil du lädst ja, du speicherst ja trotzdem immer separat ab, oder? Nein, ich kann diesen Spielstand nicht laden, ich hab's probiert. Ah, ich glaube aber irgendwie gab es eine Möglichkeit, dass man das in Solo-Play umwandeln kann. Es ist irgendwie die Frage, wo du die Datei hin verschiebst, glaube ich. Du musst mir wahrscheinlich die Datei schicken dann. Der Safe Game. Möglich. Dann kann ich entweder laden. Ich meine oder du deine, dass du deine aus dem Ordner für Multiplayer rüberschiebst in Solo. Irgendwie so in dem Dreh war da was. Ja. Ich möchte meinen, es war machbar, aber straf mich jetzt lügen, wie das geht. Halben Wald abgeholzt für Fallen und die Frechdachse kommen immer noch durch. Ja, manchmal schon. Aber ich hatte es Tatsache so, ich hatte da noch überall diese großen Spikes rumstehen und so weiter und so fort. Da kam kaum noch was durch. Ich stand einfach oben auf meiner Mauer und es ging pam, 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 pam. Und ich bin dann einfach nur einsammeln gegangen. Oh, also, oh, oh, Robin, oh, hinter dir. Okay, bin aber weg. Alright, Molly, mach die Tür zu, wenn du kannst. Oh, Alter, Alter, oh. Wir müssen die Dinger einzeln töten, ne, wenn sie abfallen. Ja. Hey, wo ist er denn? Er sammelt sich gerade wieder bei mir. Aber weißt du, was geil ist? Das gibt jetzt massiv viele Knochen. Oh. Wo kam er dann jetzt her? Ich hab doch die ganze Zeit Ausschau gehalten. Alter. Der war auf einmal da, der ist gespawnt. Ja. Obwohl eigentlich bei uns keine Spawnstelle von den Viechern ist, ne? Eigentlich. Nee, aber der ist hier gespawnt. Oh. Hinter uns, hinter uns. Also, liebe Zuschauer, die unter euch, die das Ding noch nicht kennen, es wird eigentlich normalerweise 40 Meter groß gefühlt, wenn es sich zusammenbaut. Und dann haben wir richtig Arschkarte. Der zerlegt dir die Base innerhalb von einer Sekunde. Ja. Du schlägst nur einmal zu und alles ist weg. Das ist so zu... Hä, aber wie kann der denn jetzt schon kommen? Der kommt Tatsache eigentlich erst, wenn du den Boss gemacht hast. Nee, der kann schon vorher kommen. Echt? Vor allem größtenteils bei den heiligen Bäumen kommt der. Da haben wir den nämlich gehabt, drüben bei der Küste, bei den Containern, da hatten wir den damals. Alter. Alles klar, Kafka. Mach's gut, schlaf gut und danke, dass du da gewesen bist. Bis bald mal wieder. Kafka, hau rein. Tschüss. Ah, das hat jetzt, also da hat jetzt jeder von denen Knochen gebracht, ne? Ja. Einen halt, und ne? Und das Fiese bei dem Vieh ist natürlich auch, solange einer von denen noch lebt, reproduziert er sich. Ja, und er wird dann halt immer größer. Ja, scheiße, warum haben wir alle getötet? Das wäre jetzt unsere Knochenlösung gewesen. Ja, gut. Ich habe jetzt eh nicht mehr lang. Dein Turm stürzt fast ein. Bitte schnapp dir mal, und meiner auch. Bitte schnapp dir mal den Reparaturhammer. Ich versuche hier noch die Knochen zu finden. Wie lang spielt ihr denn schon, dass der Kamerad schon da ist? Schon 4, 5, 6 Streams ungefähr. Wann haben wir angefangen? Dezember, oder? November schon. November schon? Also Ende November, wo er war. Ja. Ja, und wir spielen es halt immer nur jeden zweiten Freitag. Und manchmal haben wir auch verschieben müssen. Warum mag jetzt hier Feuer an? Weiß ich selber nicht. Da wird doch die Palisade auch ein Ding abgekriegt haben, wa? Ja, ja, Palisade auch. Und stell dir vor, der hätte jetzt doch ein paar Vulkanier mitgebracht. Oder wie die heißen. Apropos Spikes, da müssen wir auch nie fertig geworden, wa? Ne. Wieso liegen hier zwei Holzdinger? Hä? Wären wir? Ja. Siehst du die hier? Ja, das ist das Gegengewicht eigentlich von dem Ding hier. Aber fehlt da nicht auch ein Seil? Theoretisch schon. Beider nur, frag für einen Freund, weißt du? Er ist ja auch ausgelöst, guck mal.
Jetzt ist er wieder dran. Ach so, bei den Kreinelatsch wieder, wa? Ah, jetzt ist es Zeit, ja. Okay. Alles gut. Weg wieder, Rennelatsch, ich fetter Arsch. Den Meeren sind wir eh. Mann! Frei und unbeugsam. War niemals Battleman. So. Muss schon wieder ein Feuer bauen. So, jetzt rauche ich nur eine mit euch nach meinem Feierabend, Leute. Ich rauche auch eine. Macht mir das nicht nach, ist sowieso ungesund und teuer und ich komme extra immer dafür. Freue mich nämlich schon auf was zu essen. Auf Dark das Woman, Essen. Es ist niemals zu spät für Lasagne. Niemals. Nein, Lasagne geht auch morgens um 5.30 Uhr. Kurz mal Pulscard bei dem Vieh. Ja, und das Vieh hätte uns echt gefährlich werden können, wenn wir es erlaubt hätten, dass es sich zusammenbaut. Oh ja. Dann zerlegt das Tatsache die Base innerhalb weniger Minuten, also Sekunden Tatsache. Sekunden eigentlich, Minuten, ja. Also bei, ja. Bei der Größe, der war ja sogar schon in der Base drin mit seinen Einzelteilen. Der hätte, nur jeweils, einmal, der hätte sich nur einmal drehen brauchen um die eigene Achse und dann wäre vorbei gewesen. Ja. Aber man kann die Spinne nicht reparieren. Schlagen wir sie kaputt. Mr. Androbot spielt Valheim. Also Mr. Androbot spielt auch nur Valheim, oder? Ja. Also ich habe noch nie was anderes spielen sehen. Ja, also dann würde ich... Mist, bin eingepennt. Well. Guten Morgen. Achso, guten Morgen. Ja noch ich mache jetzt auch gleich Feierabend. So, den Hasen noch aufhängen hier und dann noch weitere Rüstungsteile. Dann gucken wir mal, wie wir noch raiden können. Wenn keiner da ist, gehen wir nämlich zum Bruder Robin. Oh, ich mach noch ein bisschen. Ich mach noch ein bisschen Knochen sammeln. Hier so. Soll ich wieder so, also wenn so ein Vieh nochmal kommt heute und ich gerade hier bin, dann mach ich Alt-F hier. In der Hoffnung, der ist nach dem Laden nicht mehr da. Ah, cool, man kann die wirklich immer mehrmals anzünden, hier diese Standfackeln, aber sie locken halt die Viecher nicht an. Schade. Das macht das ganz große Feuer, ne? Robin. Ja, das auf jeden Fall. Aber nach dem Endkampf haben wir ja noch eine andere Möglichkeit. Ja. Dann machen wir einfach den. Genau. Genau. Blöder so. Hustensaft. Ja, Alter, Hustensaft macht immer müde, ist so. Das war in der Kindheit auch schon immer so. Wenn du Hustensaft bekommen hast, warst du immer am Pennen. Ich vermute aber mal eher, dass er was anderes meint als Hustensaft. Er wollte es bloß so umschreiben. Ja, klar. Oder ist er wirklich krank? Wenn doch, dann gute Besserung. Nee, er ist wirklich krank, Tatsache. Okay, dann gute Besserung. Er hat mich auch schon angeschrieben gehabt, wann die nächste Folge Mist kommt, weil ihm ist langweilig im Bett. Könnte man doch falsch verstehen. Ich geh mal Pfeile holen, Robin. Ich hab alles keine klar. Pfeile mehr. Oh, siehst du, muss ich auch noch machen. Und dann hab ich aufgeraucht. Was war denn das? Ah, ein Stein. Super. Du hast das jetzt mit den Steinen, wa? Ja, ich benutze ja auch die Zwille zur Jagd. Das machst du ja nicht. Nee, ich meinte, wie müsste weiter die Steine. Ja, Steine sind mein Ding, ja. Deine Steine sind meine Killerbambis. Ey, die Steine in Mist, das ist wirklich, ey. Aber komisch bei dir, also du brauchst dich normalerweise nur umzudrehen, 5 Meter laufen, wieder umzudrehen und liegen wieder welche da eigentlich. Aber bei dir und ja, aber ihr habt es so. Ja selber gesehen. Aber bei dir sind auch die Lootboxen deutlich voller als bei mir. Hab ich gesehen. Übrigens, bei den Händlern, nicht bei dem Händler, bei dem Typen, der seinen Führerschein bei Wish gekauft hat. Ja. Die Karre kannst du auch noch teilweise zerlegen. Okay. Also die Türen abschlagen. Gut. Zumindest war es mal so, vielleicht hat das jetzt wieder geändert. Warte mal, hier noch 3 Knochen, oder? Also knochenmäßig sind wir jetzt gut ausgestattet, mein Lieber. Mhm. Wir haben 30 Rüstungsteile so an sich, wenn man jetzt die Mutantenrüstung als Knochenrüstung zählt. Pro Person, ja. Wo bemerkt, weil ich habe jetzt 10 im Inventar, 10 hängen am Rüstungsständer. Wir haben noch Knochen hier drin. Im Inventar habe ich gar nicht mehr, weil die habe ich an Rüstungsständer gehangen. Ja, wir haben noch Knochen hier drin im Knochenhalter. Ja. Und bis zum nächsten Mal habe ich bestimmt auch noch mehr Knochen gesammelt. Das heißt, beim nächsten Mal können wir mit massivst viel Rüstung losziehen. Ja, wenn du ein paar Mutanten tötest, kannst du die auch an den Rüstungsständer hängen, ne? Ja.
baust du noch zwei Rüstungsständer und wenn du Mutanten unter die Fittiche kriegst, dann machst du sie platt, hängst den Scheiß dran. Okay. Wie, du blickst beim Mist gar nicht mehr durch? Wieso? Die Dark Woman schreibt es gerade. Ich finde, jetzt ist es sogar überschaulicher als vorher. Auch wenn ich die Orientierung wie eine Kartoffel habe, ja. Aber überschaulicher aufgrund dessen, dass du jetzt die Karte hast. Ja. Und an der kann man sich ja, wenn man die Orte schon ein paar Mal besucht hat, kann man sich ja daran orientieren. Bei mir sind wieder keine Pfeile da. Naja, weil wir haben, vor einer Stunde und 20 Minuten haben wir unser Streamziel erreicht. Ich glaube, das hast du noch mitbekommen, denke ich. Wir haben den Bogen. Wir haben die Chipkarte. Und was haben wir noch, Robin? Die Vorräte. Vorräte gesammelt und so weiter und so fort. Also eigentlich war unser Streaming-Ziel ja die Chipkarte und die hier Winterrüstung. Ah, genau, die haben wir auch noch fertig gemacht heute. Genau. Also wir haben heute im Großen und Ganzen haben wir heute echt einiges. Du Sack! Ja, das hast du nur gesehen, ja. Scheiße, ich sag Medizin hier dann versehentlich. Gut. Ich gucke aber schon mal bei Twitch drüben, wer noch da ist und wen ich mal raiden kann. Oh, vorbeigeschossen. So, Schnauze, du Sackfresse. Beutel ist noch da, der wird aber wahrscheinlich schon wieder abhauen. Na, ich hoffe ja, dass es heute nicht wieder so ist wie letztes Mal, dass genau in der Sekunde, wo ich meinen Stream beende, noch ein Raid reinkommt von mich mit Hund. Ich kann man raide, noch mit putzen. Kann man noch mit putzen, ich raide jetzt ganz entspannt zu Musik, Leute. Okay, machst du dich kurz wieder stumm, während du raidest? Dann quatsch ich dich nicht dazwischen. Mach ich, Bruder, mach ich. Moment. Alles klar. Ich komm dann gleich nochmal rein und sag tschüss. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Ja, also vor 4 Monaten kann ich es noch sehr gut nachvollziehen, Dark Woman. Da ging es mir noch ähnlich, aber genau 1 Monat später sind dann tatsächlich mal Bugfixes gekommen. Wenn auch noch nicht vollständig. Das ist halt erst zu erwarten, wenn das Spiel einigermaßen vollständig ist, denke ich mal. Was mache ich hier? Ich wollte... Und ja, es gibt jetzt auch eine überlebenden Base-Händler, sozusagen. Wo wohl noch mehr kommen soll? Und zwar ein Labor. Ansonsten, die Locations, die jetzt drinne sind, also die vollständig sind, sind eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also die Händler-Base gefällt mir sehr gut. Die habe ich gestern, vorgestern ging die Folge online. Wie, Hallöchen! Guten Tag! Ja, also Händlerbase, wo du halt diverse Sachen eintauschen kannst, also ist halt Tauschhandel. Ja. Kannst du gerne natürlich wieder bei mir auf YouTube nachgucken. Also, ich hab's auch die Folge, hier ist die Händlerbase. Die müsste. Gestern, Mittwoch-Folge war das, glaube ich. Genau, aber die Donnerstagsfolge war Berserker. Dass ich jetzt endlich mal den Berserker gemacht habe. Und, kleiner Spoiler, hör lieber weg, wenn du es nicht hören willst, aber den Berserker braucht man nur noch einmal töten. Der kommt nicht mehr wieder, wenn er einmal tot ist.